Ich habe einige seltsame Geschichten von den Kindern des Jahl gehört. Dass eines sich zum Bösen entwickelt und die anderen hässlich sind. Böse Kinder. Am besten hält man sich von ihnen fern. Böse Kinder! Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Armer Sam, der sitzt da so an der Theke eingekaut. Och Mann, niemand will mit mir trinken. Harte Festung. War das nicht? Da war ich doch schon. Aber in der Nähe des verlassenen Gefängnisses war ich hier noch nicht. Und zufälligerweise ist in der Nähe des Gefängnisses etwas, was ich gerne hätte. Aber irgendwann später. Nee, ich werde da jetzt nicht hinlaufen. Extra explizit für diese Quest, ne? Irgendwann, Sam, keine Sorge. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Warum ist sie plötzlich da an die Seite der Theke gerannt? Muss ich das verstehen? Welchen Schrei habe ich gerade? Was springt dann? Was war das? Meine Fahrkarte in einer Welt voller Schnelligkeit! Kann ich nicht irgendwas verkaufen oder so? Ich könnte Bärenpelz verarbeiten. Aber muss ich wieder da hinten hinlaufen erstmal. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ja, Amen. Das musste ich. Die Bauern verlangen das Doppelte für das Obst und Gemüse, das ich verkaufe. Lasst mich rasen. Sie behaupten, es sei wegen des Ärgers mit den Sturmmänteln. Wie habt ihr das gemacht? Wir können ja zuerst mal bei Ayla die Quest abgeben, dass wir die Knochenfrostpassage gereinigt haben. Mit langsamen Schritten. Ganz langsam. So geht's noch langsamer. Nein, nicht nochmal. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Hey, Ayla. Ich hab gesäubert. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr aussieht. Ach, wirklich? Das hört man gerne. Hier euer Anteil an der Bezahlung. Ja, ist doch schön. Ich mag abgeschlossen. Abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal. Ja, das erwähnt ihr immer wieder sehr gern. Fuckers! Ihr wisst, dass ich Hämmer und Äxte mag. Sind die nicht langsam? Ich kann angreifen und mich zurück. Ihr seid zurückgekehrt. Ja, ich bin zurückgekehrt. Das sollten wir mal ausprobieren. Ist die nur Skior? Kleiner Bruder, großer Bruder ist bestimmt unten. Kann ich ja eigentlich unbemerkt das Daedra-Herz mitgehen lassen? Wenn nicht, war es doch gut, dass ich unterwegs ein paar gefunden habe. Ne, Nadia? Nie weiterlaufen. Steinarm. Deine Arme sind gar nicht aus Steinen. Ah, da liegt ein bisschen Kleingeld. Brauche ich nicht. Ilkas ist gar nicht da. Wo ist kleiner Bruder? Hätte ich doch mitnehmen können, gut. In manchen Nächten träume ich von den Nebeln von Sovngarde. Ja, das ist aber schön. Wenn ihr so alt wie ich werdet, werdet ihr den Geruch des Blutes vermissen? Merkwürdig, ich weiß. Ja. Kannst du... Kotlak, geh mal weg! Ich muss doch sie mitnehmen! Nicht zu viel Zeit mit Worten zubringen, wenn der Ruhm auf uns wartet. Scheiß auf den Ruhm! Bewegung! Ich bewege mich! Gut, eins ist da hinten gelandet. Bewegung! Ich laufe! Siehst du das nicht? So!
Jetzt können wir das auch abgeben. Was ist eigentlich Vickers? Das. Abgehauen, ich sehe schon. Vickers hat keinen Bock. Geh ich zu seinem Bluder. Aber vorher eine kleine Ach, darf ich sogar mitnehmen. Eine kleine Spende für das Chicken, für das Chicken. Da sind noch mehr kleine Spenden. Aber den Geldbeutel, der da vorne auf dem Tisch lag, den durfte ich mitnehmen, oder wie? Aus dem Weg, Jona! Oder trage mich. Trage mich zu Farkas. Der nicht mehr da ist. Oh, wieso gehen die mal alle raus? Doch, da hinten ist er, da hinten. Hab ich noch gesehen. Der neueste Rekrut, richtig? Nein. Ihr seid zurückgekehrt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten... Skjor hat vorhin nach euch gesehen. Bin aber nicht! Sprecht so schnell wie möglich mit ihnen. Nein! Muss das sein? Das kommt mir viel zu früh. Das ist wirklich ein Kritikpunkt, dass ich am Spiel habe, dass es jetzt schon kommt. Ach. Ich will aber nicht mit Skjor sprechen. Ich will noch weiter Aufträge machen. Nicht mit Skjor reden. Skjor kann nicht mal. Und das, was er mit mir vorhat. Bei Talos. Was war das? Gib mir deinen Segen. Weil ich so knorke bin. Noch lassen die Wachen mich in Ruhe? Ja, noch. Ah, Bibbelchen-Sprint ist so schön. Da hängt Moos. Das ist mir noch nie aufgefallen. Kann ich den mitnehmen? Oder lande ich dann im Wasser? Wenn ich versuche, ihn mitzunehmen. Hängt zu weit unten. Na, du Rotzgöre. Ich muss mal mit dem Jal. Oder? Idiminu. Ganz oben wahrscheinlich. Nein, das war so eine... Ich wette, ihr könntet einen dieser fiesen alten Drachen töten. Es gibt sicher nichts, was ihr nicht könnt. Ah! Das kann ich auch. Ich habe sogar schon ein paar Drachen getötet. Bra-Drachen, ja. Bra. Was, Drachen tragen BHs? Ja, wusstet ihr das noch nicht? Aber erstmal verzaubern. Na, Mistgöre? So, dass wir in diesem Skeva-Loch von einer Stadt keine guten Süßkuchen bekommen. Mitleid! Aua, voll gegen den Tisch. Ja? So. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren? Nein, um deinen Account für Zauberer zu benutzen. Hast du nichts gelernt? Ich muss eigentlich Neues für eine bessere Preise. Ja. Du wirst mein Hauptbogen. Frost. Ladung. Mach mir 5. Das bleibt doch weiterhin, ne? Nicht husten! Hier wird nicht gehustet! Du bist mal ja Seelenfalle. Sehr schön. Gegenstand. Was für ein... 15.
sehen, ob ich das höher kriege. Wahrscheinlich nur mit, ne, ihr wisst schon, größeren Seelen, besseren Seelen, was auch immer für Seelen. Vielleicht Taschendiebstahlring? Bögen 8. Ja, Taschendiebstahl habe ich. Leichte Rüstung. 2 Punkte. Gesundheit verstärken 7. Das lohnt sich ja schon fast gar nicht. Dann verzauber ich es einfach mit irgendeinem Schrott. Checke, wenn du bessere Verzauberungen willst, musst du schon Perks in Verzauberung investieren. Nein, niemals! Ich investiere gleich Perks in deine Seele. Jetzt fängt sie an zu dissen. Yeah! Werft einen Blick darauf. Kann ich eigentlich überhaupt irgendwas verkaufen? Ihre Steine. Ja, Seelenfall, das ganze Zeug. Hey, meine Verzauberung kann ich dir verkaufen, aber es reicht nicht. Warum habt ihr immer so wenig Geld? Nein. Hast du was zum Werfen? Das war zum Werfen, richtig? War Blitz auch zum Werfen, oder? Ja, ist meiner. Funke, dann war Blitz das zum Werfen. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde diese... Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Nein, eigentlich nicht. Blitz. Kerzenschein. Wäre gar nicht eigentlich so schlecht für ein gewisses DLC. Ja, jetzt schon darauf vorbereiten. Schade ist es hier nicht, ne? Das gibt, was die Khajiit haben mit diesen Augenzauber. Weil Licht, ich möchte jetzt nicht unbedingt meinen Gegner preisgeben, wo ich bin. Ich möchte sie im Dunkeln sehen. Vergesst nie, in der Magie wohnt eine... Werft einen Blick ja, auf. Vergesst nie. Das darf ich nie vergessen. Dass sie nicht genügend Gold hat. 16. Ja, auf Wiedersehen. Was war das? So was nennt man einen Drachenschrei. Hast du nicht gelernt? Nein, du willst nicht zu mir. Geh weg, geh weg, geh weg. Kusch, 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 kusch. Ich rede nicht mit Wachen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ey, Bolgruf, ich hab da so merkwürdige Ereignisse gehört über eure Winzlinge. Stimmt das? Was benötigt ihr? Ja, mein jüngster Sohn. Ein Schatten hat sich über ihn gelegt. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anstellen soll. Ins Licht schieben. Er war immer sehr still. Aber in letzter Zeit hat er sich irgendwie verändert. Er ist grüblerisch geworden. Und gewalttätig.